ohne diesen Verein würde es meinem Sohn heute nicht so gehen. Es ist einfach überwältigend. Oder, Shahin? Ja. Fußball ist ein Teamsport, ne? Und man fiebert miteinander mit, man ist füreinander da. Es war eigentlich super einfach, so eine Aktion für die Fußballhelden auf die Beine zu stellen, weil wir mit dem kleinen Shahin eine riesen Motivation haben. Das war ein Junge hier aus dem Ort, man hat mitgefühlt und deswegen war es nicht anstrengend, war mehr Motivation. Ich hatte Krebs und jetzt bin ich gesund. Weil ich selber auch eine entsprechende Vergangenheit habe, weil meine Mutter auch an Krebs verstorben ist, finde ich das eine unheimlich tolle Geschichte, dass sich die Leute meines Vereins so dafür einsetzen. Eigentlich ein Telefonat mit meinem Kompagnon Lars. Dann mussten wir eine WhatsApp in eine Gruppe setzen von ein paar Mitstreitern und ja, nochmal Begeisterung entfachen. Das waren die Schritte. Fußball ist ein Mannschaftssport und das ist für mich auch eine solche Aktion. Wenn wir nicht diesen Gemeinschaftssinn an den Tag legen, haben die Leute, die erkranken, leider noch weniger Chancen. Und so kommen wir durch die Gemeinschaft dem Ganzen einen Schritt näher, dass der Blutkrebs keine Chance hat. Ich kann euch nur dazu aufrufen, macht so eine Aktion für die DKMS Fußballhelden auf jeden Fall. Man merkt schon, wenn man was Gutes tut. Und das tut einem selber auch gut und gibt Menschen da draußen Hoffnung auf ein neues Leben. Ich glaube, das war der wesentliche Antrieb. Und ja, zu guter Letzt wurden wir auch geehrt, haben einen tollen Tischkicker bekommen. Auch das nimmt man natürlich gerne mit. Lasst euch registrieren. Viel einfacher kann man eigentlich gar nicht helfen. Viel einfacher kann man keine gute Tat vollziehen. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. DKMS!